Das ist unser heutiges Motiv. Ein wunderbarer Herbstbaum in einer herbstlichen, nebligen Landschaft. Alles in diesen Gelb-Ockertönen. Und das werden wir jetzt umsetzen. Ich habe schon eine leichte Vorzeichnung gemacht. Den Vordergrund, dann hinten die Wiese. Und damit fange ich jetzt an. Als Mischfarbe ist es ein lichter Ocker mit ein bisschen Sienna Natur und einem ganz kleinen bisschen Cadmiumrot hell. Und hier komme ich jetzt mit einem Cadmiumrot hell und einem Cölin. Und im unteren Bereich. Sowohl ein lichter Ocker wie auch das Cadmiumgelb, Cölin und das Rot. Dann kommt unser sauber gefalteter Lappen und wir holen uns hinten den Himmel raus und machen die Büsche, die es da hinten gibt. Und hier auch noch eine leichte Helligkeit. Und das ist meine erste Lasur, die ich so trocknen lasse. So ist es jetzt getrocknet. Ihr seht, ich bin hier nochmal dunkler geworden. Das ist so meine Dunkelheit. In dem Bereich kommt nachher das Licht. Hier bin ich nach wie vor ruhig und das haben wir eben weggetupft. Und jetzt kommt schon der Baum. Den setze ich jetzt hier rein. Jetzt werde ich im vorderen Bereich eher rötlich und heller.
jetzt praktisch nur in den zwei Farben Cadmiumrot hell. Und Zylin. Und hier im hinteren Bereich kommt ein bisschen mehr Zylin mit dazu. Also, dass ich eher so im graublauen Bereich bin und vorne, also in der linken Seite, gucke ich, dass ich eher auch noch ein bisschen rötlich dabei habe. Und so spritzig und fasse auch immer wieder mal zusammen. Aber ihr seht, ich halte auch den Pinsel ganz locker. Es geht darum, dass immer wieder auch diese Durchbrüche zu sehen sind. Davon lebt ja das Bild nachher. Und so mache ich jetzt weiter, dass ich jetzt noch ein paar Spritzer anlege und dann lasse ich diese erste Lasur erstmal trocknen. In dem Bereich kann ich ja schon massiver werden, auch dunkler, ne? Das wird eher meine Lichtseite, das ist meine Schattenseite. Und da werde ich auf jeden Fall in zwei Schichten arbeiten, das heißt, ich lasse das jetzt auch mal trocknen. Entstanden ist. Und schau, wie es dann im getrockneten Zustand aussieht. Jetzt ist es fast getrocknet, aber es ist noch ein bisschen nass. Und in dieses komme ich mit einem sehr trockenen Rotton. Also ich mache nur Cadmiumrot und dieses Zylinblau. Und spritze hier rein, seht ihr das? Und weil es fast getrocknet ist, aber noch nicht ganz, bleibt mir das stehen. Meine Farbe, mit der ich jetzt reinspritze, ist ein bisschen trockener als der Untergrund, also nicht zu nass. Und auf der anderen Seite komme ich mit einem dunkleren Farbton und spritze hier noch mal ein bisschen rein. Aber alles ist jetzt noch im Nassen. Das heißt, ich berühre mein Blatt überhaupt nicht mehr. Im Astbereich und im Baumbereich werde ich jetzt auch dunkler. Ich zeige jetzt auch manche Äste. Auch reinlaufen, dass ich nachher noch ein paar drüber mal, das ist ja was ganz anderes, aber jetzt im nassen Bereich werde ich hier auch noch mal dunkler. Thank you.
Das ist nun das fertige Bild. Ihr seht, ich habe hier noch ein paar Äste eingezogen, aber eher so ganz spielerisch und locker. Was auch ganz gut tut, das ist, wenn man hier nochmal die Dunkelheiten setzt, wo die Latten davor oder dahinter sind oder hier nochmal eine Dunkelheit, dass ich zeige, dass die Äste bzw. die Blätter davor sind, ne, genauso in dem Bereich. Dann hier auch noch ein paar Dunkelheiten in den Baumstamm drin. Hier ist es heller, weil das Licht kommt ja von hier. Und insgesamt ist das Bild hier in dem Bereich sehr kompakt, dass ich hier die Lockerheit habe und wo ich hingucke, das ist natürlich diese Umrisslinie, diese Profillinie, die dann wieder ganz locker ist. Das ganze Bild ist nur aufgebaut aus Sienna Natur, lichten Ocker, Cadmium Rot Hell und Zöllin. Und hier seht ihr den lichten Ocker und das Sienna Natur. Und der gesamte Rest hier, das ist alles nur noch Zöllin und Cadmium Rot Hell. Komme ich im Graubereich, im Blaubereich, im Rotbereich. Hier seht ihr mehr von dem Zöllin. Und habe eigentlich alle Töne, die ich möchte. Selbst einen leichten Grünton habe ich jetzt hier noch anklingen lassen. Und damit grüße ich euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass es euch Vergnügen gemacht hat, zuzugucken, dass ihr selber auch sehr schöne Bilder malt. Und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.